Hallo, hier wieder Felix. Heute zum Thema: Ich habe Spiel im Kupplungspedal. Aber was für Spiel? Das zeigen wir euch einmal hier. Und zwar ist das Kupplungspedal ausgebaut und ich habe hier hinten einen Bolzer, einen Kunststoffbolzer und der wackelt in der Führung. Das wackelt hier im ausgebauten Zustand, haben wir genauso auch im eingebauten Zustand und ist die Beanstandung vom Kunde. Und die Beanstandung, um die abzumarbeiten, müssen wir uns selber einen Teil anfertigen. Warum anfertigen? Ganz einfach. Opel kann es nicht mehr liefern. Es ist nicht mehr lieferbar. Zum einen gibt es keine Einzelteile für den Kupplungsblock oder Kupplungspedal, aber auch der komplette Einheit, was auch sehr, sehr teuer ist, also mehrere hundert Euro, ist auch nicht mehr lieferbar. Von dem her haben wir uns hier entschieden, dass wir uns selber das Teil ersetzen im Endeffekt und dann uns eine Messingbuchse drehen. Und dann können wir hier eine Messingbuchse reinsetze, beziehungsweise Messingwelle, und dann kann man das Bauteil dadurch so ersetzen und reparieren. Für den Ausbau von dem Kupplungspedal sieht man eigentlich hier schön, haben wir eigentlich das Fahrzeug etwas zerlegen müssen. Linksseite hat raus müssen, Lenkrad musste raus, zig Verkleidungen. Und von dem her ist es sehr, sehr aufwendig. Ein kleines Kunststoffbauteil und so viel Aufwand. Haben wir teilweise im Motorraum arbeiten müssen, weil die Verschraubungen vom Motorraum zum Innenraum waren. Und jetzt zeigt man euch im Fahrzeug, was wir alles gelöst haben. So, wie man es im Innenraum sehen kann, haben wir ja die Linkssäule ausgebaut und zig Verkleidungen. Und haben wir den Halter vom Kupplungspedal, aber im Fahrzeugklasse. Sonst wäre es sicherlich nochmal 3 Stunden mehr Aufwand gewesen. Es war eine 51-seitige Anleitung zum Ausbau von dem Pedalblock. Und jetzt wollten wir dem Kunden die Kosten sparen und haben jetzt das Pedal so herausgenommen und machen jetzt im Endeffekt das Bauteil, fertigen wir selber an auf einer Drehmaschine und dann probieren wir es mal aus, ob das passt vom Maße her. Und dann bauen wir es alles wieder Schritt für Schritt zusammen und nehmen euch mit, wie wir da vorgehen. Auch im Motorraum mussten wir einige Verschraubungen lösen. Dadurch haben wir Batterie und Batteriekasten ausgebaut, dass wir an die Verschraubungen rankommen. So, wir haben im Endeffekt ja uns hier den Bolzen jetzt gedreht und drehen lassen. Danke nochmal an meinen Vater, der das gemacht hat. Vielen Dank, Papa. Einmal mit Einstich und auf einer Seite im Anschlag. Hier machen wir dann eine große Unterlagscheibe und dann können wir einen Sägering hier hinten hinsetzen zum Blockieren. Jetzt haben wir ja im Endeffekt Buchsen, Kunststoffbuchsen am Fahrzeug und Kunststoffbuchsen hier am Pedal selber. Und wenn man ganz genau hinschaut, jetzt auf den zweiten Blick ist für mich aussichtlich. Die ist oval, die macht wie ein Ei. Das heißt, hier habe ich einen kleineren Abstand und hier einen größeren Abstand. Das heißt, die Buchse passt schön rein, aber ich habe hier, sieht man schön, sehr viel Spiel. Aber nehme ich diese Buchse wieder oder den Bolzer im Fahrzeug und schiebe ihn rein, passt der perfekt. Das heißt, ich kann jetzt den nicht größer machen, dann kriege ich halt in mein Fahrzeug rein. Ein Fahrzeug ist schwieriger auszubauen wie in dem Pedal. Das heißt, wir machen jetzt hier die Buchse raus und drehen es dort nochmal Buchse mit weniger Spiel, sodass es auf den Bolzen passt und ich kein Kippspiel mehr habe. Blöd, verzögert sich wieder die Reparatur, aber muss man sagen, hat man jetzt leider auch schon auf den zweiten Blick gesehen, dass wir da unterschiedliche Maße haben, beziehungsweise dass die Buchse vom Kupplungspedal so verschlüsselt ist. Dann halten wir euch auf dem Laufenden und zeigen euch dann wieder die nächsten Schritte, wie wir die Buchse drehen und dann einbauen. So, wir haben jetzt die Buchse gedreht. Hier haben wir schon eingepresst aus Teflonmaterial. Und was machen wir jetzt als nächstes? Mit einer verstellbaren Reiballe hier, indem wir hier das Maß nachreiben oder dass wir auf das Maß kommen, dass wir da relativ wenig Spiel haben. Und drehen dann hier die Reiballe so lang, bis wir minimal den Bolzen ansetzen können und durchführen können. Dann haben wir kein Spiel im Lager oder im Pedal und auch außen, wo die Aufnahme ist, ist dann kein Spiel vorhanden. Das machen wir jetzt und verstellen halt die Reibale dementsprechend. In diese Richtung geht es weiter rauf und das machen wir jetzt Stück für Stück. So, unser Opel mit dem Problem mit dem Kupplungspedal, dass das Kupplungspedal so wackelt, ist fertig. Mal wieder, das Fahrzeug ist schon wieder vom Hof. Und wir haben jetzt eigentlich hier zu euch nur mal zur Information, wie aufwendig das war. Mit den ganzen Buchsedreher, mit der Buchse für das Kupplungspedal, aber auch am Fahrzeug selber, aber auch wie viele Teile man aus dem Fahrzeug hat rausbauen müssen.
Aber es war für uns die einzige Lösung, was wir wählen konnten. Warum? Das Ersatzteil ist nicht mehr lieferbar von Opel. Und von dem her war einfach dieser Schritt für uns ausschlaggebend oder auch elementar wichtig, dass wir mit der Drehmaschine die Bauteile drehen. Einfach nach einer Lösung suchen und nicht sagen, lieber Kunde, tut uns leid, wir können nichts mehr machen. Es gibt immer eine Lösung. Die Frage ist nur, wie aufwendig ist die Lösung? Wollte man euch nur noch einmal als Abschluss sagen. Bis bald, euer Felix.